Das Land entnazifizieren, das ist Putins Kriegsvorwand. Entnazifizieren ein Land, dessen Präsident Jude ist, in dem Juden kämpfen gegen Putin. So wie Ascher Tscherkassky und sein Sohn David. Seit dem ersten Kriegstag organisieren sie die Verteidigung ihrer Stadt Dnipro im Südosten der Ukraine. Bildreporter Philipp Piatow hat mit ihnen gesprochen. Sie sind religiöse Juden, Ukrainer, Vater und Sohn. Und sie dienen zusammen in den ukrainischen Streitkräften, um ihr Land gegen die russischen Invasoren zu verteidigen. Dass Kreml-Diktator Putin ihr Land entnazifizieren will, darüber können Vater Ascher und sein Sohn David, die in der ostukrainischen Stadt Dnipro leben, nur bitter lachen. Ascher leistete in der Sowjetunion seinen Wehrdienst ab, kämpfte 2014 gegen prorussische Separatisten im Osten der Ukraine. Als der Krieg begann, war für ihn klar, dass er sich wieder bei der Armee melden wird. Seinem Sohn wollte er das eigentlich ersparen. Doch David wollte dienen, an der Seite seines Vaters. Was bedeutet es für Sie, dass Sie neben Ihrem Sohn stehen und zusammen dienen? Für mich heißt das, dass ich einen echten Menschen erzogen habe. Eigentlich wollte ich, dass er seine Pläne wahrmacht, sein Studium beendet und dann nach Israel auswandert, um dort in der Armee zu dienen, dort eine militärische Karriere zu machen. Aber seit Beginn des Krieges hat er nicht mehr auf mich gehört, egal was ich gesagt habe. Ich habe ihm gesagt, dass ich hier für uns beide arbeiten werde. Aber er hat seine Entscheidung getroffen. Er ist ein erwachsener Mensch und diese Entscheidung gefällt mir. Weil ich der Sohn meines Vaters bin. Mein Vater hat schon 2014 mich, meine Freunde, meine Familie, unser Land verteidigt. Wie könnte ich eine andere Entscheidung treffen? Mich hat niemand gezwungen, das zu tun. Am ersten Tag des Krieges hast du mich um 5 Uhr geweckt. Da war Alarm. Ich habe gleich verstanden, dass der Krieg begonnen hat. Noch blieb Dnipro von einer großen russischen Offensive verschont. Doch immer wieder gibt es Raketenangriffe auf die Stadt. Russische Spezialeinheiten versuchen, nach Dnipro einzudringen und die Stadt für eine mögliche Invasion auszukundschaften. Vater Ascher und Sohn David arbeiten jeden Tag dafür, um die russischen Pläne zu durchkreuzen. Sie dienen zusammen und sie beten auch zusammen. Ihr Glaube gibt ihnen Kraft, diesen Krieg durchzustehen. Doch auch sie sind von der Brutalität der russischen Truppen schockiert. Was denken Sie, wenn Sie das sehen? Das ist ein großer Schmerz, der Schmerz unseres Volkes und Hass auf jene, die das begangen haben. Die Russen sind Tiere. Für Ascher ist klar, sie kämpfen nicht nur gegen Putin, sondern gegen eine Armee von Barbaren. Es ist nicht Putin, der schießt. Es ist nicht Putin, der seine Armee Nachschub liefert. Putin richtet seine Geschütze auch nicht auf die Städte, wo unsere Bürger friedlich leben. Putin drückt nicht auf den Knopf, um eine Rakete auf das Krankenhaus in Mariupol oder den Flughafen in Dnipro zu feuern. Das macht nicht Putin, sondern die Bürger der Russischen Föderation. Und sie tun es offenbar mit großer Freude. Aus Kriviri uns jetzt zugeschaltet, Philipp Piatow, von dem dieser Beitrag stammt. Philipp, das Narrativ der Entnazifizierung der Ukraine, an dem klammert sich Putin ja weiterhin fest. Wie ist das überhaupt entstanden und mit welchen Mitteln versucht er das auch weiterhin in die Welt zu verbreiten? Ja, Putin hat sich für dieses Narrativ entschieden, als 2014 hier die Revolution in der Ukraine stattgefunden hat und er verstanden hat, dass die Ukraine jetzt Richtung NATO, Richtung Europa will und er das verhindern muss. Und er hat sich für dieses Nazi-Narrativ entschieden, das von Anfang an komplett absurd war, weil es etwas auslöst bei den Russen, weil das funktioniert. Denn der Kampf gegen die Nazis im Zweiten Weltkrieg, das ist bis heute sehr identitätsstiftend in Russland. Das funktioniert. Das funktioniert auch emotional bei den Russen, das kommt an. Und wenn man sich jetzt die Kriegspropaganda anschaut, wie junge Russen motiviert werden, in den Krieg zu ziehen, dann heißt es immer, tut es euren Großeltern gleich und befreit Europa ein zweites Mal von den Nazis. Unglaublich. Erzähl uns einmal gerade, wo du dich befindest, die Situation hinter dir. Wir sehen Menschen dort mit dem Fahrrad vorbeifahren. Das sind immer Bilder, die einen kurz aufatmen lassen in diesem Krieg, dass es immerhin noch Orte gibt, wo eine Art Kriegsalltag möglich ist, Philipp.
Ja, ich bin hier in Kryvyi Rih. Das ist die Heimatstadt von Ukraines Präsident Selenskyj. Und wie in den meisten Städten hat man sich daran gewöhnt, dass die Front zwar relativ nah ist, aber man macht trotzdem weiter. Was soll man noch anderes machen? Die Menschen können sich ja nicht die ganze Zeit in Luftschutzkellern verstecken und sie können auch nicht alle fliehen. Diese Stadt ist natürlich gesichert, so wie alle Städte in der Ukraine. Hier sind überall Checkpoints. Man hört hier zum Teil auch Explosionen, die meistens etwas weiter weg stattfinden, wobei heute wurden auch Ziele innerhalb der Stadt attackiert. Aber ja, die Menschen machen natürlich weiter und sie sind auf das Schlimmste gefasst. Philipp Piatow, vielen herzlichen Dank für deine Informationen.